Wer nicht weiß, wer der Rattenfänger von Hameln ist, mir aber erklären kann, wie ein Maustreiber von Microsoft funktioniert, denkt und agiert auch anders. Medienkompetenz. Wenn man sowas an der Schule lernen kann, dann von den Schülern. Ja, nehmen wir nur mal diese ganzen Chiffren. Meine Nichte hat ihrem Freund neulich gesimst. HDGDL. Ist auch mir nicht neu, heißt, hab dich ganz doll lieb. Daraufhin hat er zurückgesimst, Mömi-Diku. Möchte mit dir kuscheln. Darauf sie, BSE-Bibabu. BSE-Bibabu? Ja, das steht für bin so einsam, bis bald Bussi. Ich sag, Caroline, ich bin ein alter Mann, das muss mir alles mal erklären. Da sagte sie, Hund heißt zum Beispiel, hab unten nichts drunter. Ich sag, so genau wollte ich es auch nicht wissen. Und es sind ja nicht nur diese Chiffren, es ist dieses irre Tempo, mit dem die klarkommen. Ja, so ein Schüler sagt sich doch auch, in der Schule, das sind viel zu wenig Schnitte. Quälend lange Einstellungen, hoffnungslos langsame Lehrer. Überlegen Sie mal, im Deutschunterricht, Schillers Glocke, jetzt nur so als Beispiel. Festgemauert in der Erden steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute soll die Glocke werden. Frischgesellen, seid zur Hand von der Stirne. Die sind doch eingeschlafen. Auch das im SMS-Stil. Loch in Erde, Bronzerin, Glocke fertig, bim, bim, bim.